Da sind wir auch schon wieder bei Kingdom Come Deliverance im, ja, was soll ich sagen, strömenden Regen. Es ist immer strömender Regen, wenn man gespeichert und geladen hat. Es ist so furchtbar. Ich weiß nicht warum. Und ich habe gemerkt, wir reiten in die völlig falsche Richtung, denn wir müssen da hinten hin, wenn wir den Köhler Raftan befragen wollen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, müssen wir über den Fluss? Ich glaube. Moment. Einmal nachgucken. Wir müssen nicht über den Fluss, wir müssen über diesen Fluss da vorne und dann können wir darüber. Ja, okay. So. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber eben war doch noch eitel Sonnenschein hier, wenn ich mich hier richtig entsinne. Hat er sich gerade beschwert, dass ich ihn umgeritten habe? Ich kann nochmal umkehren, mein Freund. So. Grausamer Heinrich ist grausam. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen, wir sind auf dem falschen Weg. Ach ja, es ist Wegfindung, ist auch nicht meins, ne? Aber hier ist ein schöner Blick über Thalmberg, inklusive der Burg. Ah, guck mal hier, hier geht's doch. Oh, nicht runterfallen, Pferd, nicht, nein, nein. Ah, sehr schön. So, jetzt aber. So, was wollte ich sagen? Genau, ich wollte sagen, dass wir uns auf dem völlig falschen Weg befinden. Oh Gott, was tue ich nur? Moment, wir sind, nein, wir sind schon richtig. Ach so, ich muss da oben durch und dann da oben raus. Ja, dann waren wir doch richtig. Oh, es tut mir leid, es tut mir leid. Wegwind, oh Blitz, oh Gott, Gewitter schon wieder. Ich muss ja sagen, also dass die Wettereffekte haben sie schon sehr stylisch. Die Wettereffekte haben sie schon sehr stylisch hinbekommen. Also das ist wirklich, da hat man auch wirklich das Gefühl, okay, es gewittert jetzt gerade wirklich. Und ja, bisweilen macht es einem auch ziemlich Angst, wenn es eben nachts gewittert. Das ist die andere Sache. Aber ich finde es sehr schön und es hat auch immer noch den wundervollen Effekt dabei, dass, wow. Ja, das bei so einem Wetter, da wirkt so eine Geschichte auch nochmal ganz düster. Dann bekommt so ein Kopf, der da an das Haus vom Jägermeister geheftet wurde, nochmal eine ganz finstere, sehr, sehr unheimliche Art. Na gut, aber bevor ich jetzt hier ewig quatsche, ich glaube, wir reiten schon wieder falsch. Ich reite jetzt hier querfeldein, es ist mir zu... Boah, bleib da nicht am Baum hängen! Es ist mir zu doof. Also, hier irgendwo müsste ein Weg sein, ich habe ihn nicht gesehen, es tut mir leid, aber... Irgendwo hier ist er da vorne, das sieht aus wie ein Weg, oder? Ja. Und ist es denn auch der richtige Weg? Ist es der richtige Weg? Ja, es ist der richtige Weg. Wir müssen nur darauf achten, dass wir vorne an der Kreuzung einmal rechts abbiegen. Und dann müssten wir auch schon da sein. Sehr schön. Und ich bin mir immer noch nicht sicher. Also ich würde gerne, bevor wir dann zurückkehren, also wir reden jetzt mit Raftan, dann würde ich gerne auf jeden Fall in die Schenke gehen. Das habe ich, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt, dass wir uns da nochmal umhören, bevor wir dann eben zurückkehren und nach Möglichkeit alle Informationen haben. Denn irgendwas scheint hier ganz im Argen zu liegen. Da ist ein Unfallort. Und wir wissen ja schon, an Unfallorten verbergen sich des Öfteren sehr interessante Dinge. Wie zum Beispiel in diesem Sack hier. Wildbret vom Hirsch. Naja, naja. Naja, naja, naja. Ist hier noch was drin? Nein. Aber hier... Aber komm, komm, bisschen... Was war das? Was war das? Was war das? Minze, nehme ich mit. Sehr schön. So, ich glaube, mehr verbirgt sich hier jetzt aber leider schon nicht mehr, ne? Also, es gibt auch Unfallorte, die sind von der Spannung her unfassbar. Und dann gibt es Wildbret. Ja... auch Wildbret will geschätzt sein. Warum springst du nicht, Heinrich? So, guck mal, jetzt sind wir nämlich oben drauf. Jetzt können wir hier nochmal in die Säcke gucken. Nein, es ist nichts drin. Es tut mir leid. Entweder habe ich es jetzt übersehen oder es ist einfach so gut versteckt, dass es niemand finden kann. Insofern lassen wir es jetzt einfach mal da, wo es ist. Ein Häschen. Ich habe die ganze Zeit gesagt, wir müssen unbedingt mal jagen gehen und dann haben wir es doch nie gemacht. Das hier ist doch der Köhler. Ja, ja, ich erinnere mich, hier waren wir schon mal. Diese Köhlerei hier ist ständig in irgendwelche kuriosen Dinge verstrickt. Ich finde, man sollte die mittlerweile alle... Hallo, du weißt noch nicht, was ich von dir will, oder? Gütiger Gott, du siehst furchtbar aus. Hat dich jemand angegriffen? Nein, aber meine Rüstung ist, ja, ich müsste die mal dringend reparieren lassen. Ein Kerl aus Thalmberg meinte, dich beim Wildern gesehen zu haben. Was hast du dazu zu sagen? Hast du gehört? Hast du denn nichts zu der Angelegenheit zu sagen? Ich bin kein Wilderer. Ich hab da was anderes gehört.
Ich bin trotzdem kein Wilderer. Seine Verteidigung ist herausragend. Du kannst dich da nicht herausfinden. Ich weiß, dass du wilderst. Was? Nein, ich... Denkst du, du könntest mich überlisten, indem du den Dummen spielst? Ich bringe dich nach Thalmberg. Der Henker wird dich zum Reden bringen. In die Burg? Da will ich aber nicht hin. Dann rede besser. Die nehme ich nur hin und wieder mit. Also schön. Aber du weißt, wo ich sie finden kann, oder? Ja. Und wo wäre das? Auf der Lichtung. Ist das ihr Treffpunkt? Dort ist ihr Lager. Und wo ist diese Lichtung? Ein Katzensprung von hier. Geht das auch genauer? Hast du eine Ahnung, wie viele Lichtungen es hier in den Wäldern gibt? Hab ich nicht. Tut mir leid. Oh Mann. Wo ist die Lichtung mit ihrem Lager? Wie komme ich dahin? Den Pfad von der Jagdhütte runter. Geh beim großen, geborstenen Baum in den Wald. Nach Osten. Nun gut. Ich hoffe, das finde ich. Ja, das ist auch so ein richtiger Köhler, ne? Also der hat, soziale Fähigkeiten minus 12 und Interaktion und Gesprächstaktiken minus 20. So. Ich hoffe, das wird irgendwo auf der Karte markiert. Wird es natürlich nicht. Ich raste aus. Das ist doch nicht normal. Warum? So, hier ist irgendwo eine Lichtung im Wald. Aber dann müssten wir ja zumindest eine Info darüber haben, was er uns gesagt hat. Ja, ich weiß jetzt, wo die Wilderer sich treffen. Ich sollte dem Jägermeister davon berichten. Will ich aber vielleicht gar nicht. Optional? Moment. Spüre die Wilderer von Thalmberg auf. Ja, ja. Wisst ihr was, wir gehen jetzt einfach erstmal zur Schenke. Die ist ja da unten runter. Dann hören wir uns da nochmal um. Und ja, und dann können wir Raff dann im Zweifel nochmal fragen. Geht zur Jagdhütte im Wald, dann bis zum geborstenen Baum und dann nach Osten. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo ist denn die Jagdhütte im Wald? Ist hier irgendwo eine Jagdhütte? Da oben ist zumindest ein Lager. Hier ist ein Unfallort, da ist ein Lager. Ja, und hier ist auch ein Lager. Super. Das hilft uns ja enorm weiter. So, hier liegt doch bestimmt wieder irgendwo eine Leiche rum, ne? Und da steht wieder einer in der Ecke und sagt, oh, du Mörder. Ich kann im Augenblick irgendwie nicht reiten. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das war schon mal besser. Ich könnte das natürlich auch mal mit dem Gamepad probieren, ob das damit leichter ist, aber ganz ehrlich, nur fürs Reiten das Gamepad aktivieren wäre natürlich auch Blödsinn. Sind wir denn überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Das ist die andere Frage. Nein, wir haben den Weg leider schon verlassen. Ich habe den falschen Weg gewählt. Ach, pass auf, ich gehe mal hier oben rechts rein. Denn hier ist ja eines dieser Lager. Und da haben wir ja beim letzten Mal auch zwei Leute gefunden, die da drin saßen. Der eine hat uns ja noch so ewig weit in die Luft geschlagen, wie das ja beim letzten Mal... Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Beim letzten Kampf ist das auch passiert, ne? Plötzlich schlägt er uns und wir jumpen einfach mal 7 Kilometer in die Höhe. Sind hier Wilderer? Nee, das Lager ist jetzt aber leer. Na gut. Wie sieht's denn um unseren Hunger aus? 85? Das lasse ich jetzt mal so stehen. 85 ist eigentlich in Ordnung. Ich will jetzt nicht aus dem Topf essen, damit wir dann überfuttert sind. Dann verlieren wir nämlich unseren Bonus. Das wäre doof. Häschen. Darunter müssen wir. Ich setze mir mal gerade das X dahin. Das sehe ich nämlich besser als diese blaue Markierung da oben. Die verschwimmt irgendwie immer so mit dem Hintergrund. Ja, querfeldein, Heinrich. Querfeldein. Und da ist die Schenke. Ich meine sogar, da wären wir schon mal gewesen, oder? Nee, da waren wir noch nie. Nein, das war ein anderes Haus. Schenke zur Waldwiese. Jawohl. Hui, rasante Fahrt hier. Schnellreiseort entdeckt. So, hier können wir absteigen. Da ist ein Aktivitätengeber. Ja, schau an. Bist du der Aktivitätengeber? Anscheinend. Oh oh, eine alte Dirne. Wartest du auf jemanden? Nicht mehr, junger Mann. Ich habe auf dich gewartet. Du scheinst mir ein schlauer Bursche zu sein und galant noch dazu. Bestimmt eilst du einer Jungfrau in Not zur Hilfe, oder? Wieso? Kennst du etwa eine? Na, Hübscher. Sei nicht frech. Ich habe Arbeit für dich. Im Wirtshaus hockt so ein alter Opa. Gestern hat er meine Dienste in Anspruch genommen und versprochen, mich heute Morgen zu bezahlen. Nur behauptet er jetzt, mich nicht zu kennen.
Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass deine Schulden in meiner Tasche landen. Aha. Und was habe ich davon? Ich gebe dir die Hälfte von dem, was du ihm abknöpfst. Ist nicht viel, aber mehr, als ich in letzter Zeit gesehen habe. Na gut, aber also das tun wir jetzt nur, weil es natürlich völlig gerechtfertigt ist, dass jemand für geleistete Dienste auch bezahlt wird. Ich helfe dir. Ich bin im Nu mit deinem Geld zurück. Tja, ich bin im Nu mit deinem Geld zurück. Dann schauen wir doch mal, wo ist denn der alte Opa? Du hast entdeckt Unterkunft. Ah, stiehl 20 Groschen aus der Börse des Freiers. Fritz, mein alter Freund. Wie läuft's? Gutes Geld, was? Was? Welches Geld? Oh, pass auf, rede zuerst mit Matthäus. Na gut. Na gut. Was ist hier los? Du kannst mir bestimmt mehr... Was zur Hölle machst du da? Dich mal angucken von oben bis unten. Du bist erstaunlich gut gekleidet für jemanden, der hier im Wald rumsteht. Es ehrt mich, dass du zu mir kommst. Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Hier bei uns? Die, die es am schlimmsten getroffen hat, sind die vom Gestüt in Neuhof. Ohne den alten Smill wird es schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Seine Witwe Sora ist eine gute Frau, aber, naja, eben nur eine Frau. Nur eine Frau. Hast du Arbeit für mich? Benötigst du vielleicht Vorräte? Frisches Fleisch. Kein Problem. Ich kann in Ratai welches für dich kaufen. Das schafft mein Stallbursche auch. Ich red von Wild. Wild? Aber das gibt es nicht zu kaufen. Ich müsste selbst welches schießen und das ist gegen das Gesetz. Ach so. Selbstverständlich. Würde ich sehr gut zahlen. Besonders, wenn du auch Sonderwünsche erfüllst. Wenn du mir ab und an unter die Arme greifst, bringe ich dir auch was Nützliches bei. Das ist ein interessanter Vorschlag. Warum wollen uns hier eigentlich jeder? Es will uns jeder zu einem Wilderer machen. Ich verstehe das nicht. Wirt, mir kam zu Ohren, dass es hier ab und zu Wild geben soll. Nicht nur ab und zu. Wild hergehen tut's ja meistens. Zum Totlachen. Du weißt ganz genau, was ich meine. Nein, ich habe keinen Schimmer, was du meinst. Er wollte uns gerade noch anheuern, dass wir für ihn wildern gehen. Und jetzt sagt er, was von Wild? Ne, habe ich keine Ahnung. Das gibt's hier nicht. Komm schon, lass uns bei der Wahrheit bleiben. Ich weiß genau, dass du Wild verkaufst. Ach, tust du das? Und wie kommt das? Ich habe viel gesehen und weiß, wie der Hase läuft. Und du hast es mir gerade gesagt. Mag sein, aber ich weiß immer noch nicht, was du eigentlich willst. Mir kam zu Ohren, dass hier gewildert wird und ich möchte mitmachen. Ah, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Aber bevor ich irgendwas ausspucke, muss ich dich auf die Probe stellen. Kann ihn schließlich nicht jeden Hinz und Kunz schicken. Einverstanden. Was soll ich machen? Beim Gestüt nicht weit von hier gibt's einen Stallburschen namens Jakob. Der Bastard hat mir beim Würfeln meinen Lieblingshumpen abgeknöpft. Und was hat das mit mir zu tun? Wenn du die Klappe hältst, erfährst du's vielleicht. Jedenfalls will der Hund ihn mir nicht mal gegen Silber zurückgeben. Aber er hat eine Schwäche fürs Bogenschießen. Und sicher auch für Wetten. Ich verstehe. Wenn ich den Humpen für dich zurückgewinne, weißt du, dass ich... Dass du nicht völlig nutzlos bist, genau. Also los, ich hab Durst. Und das Bier hat aus meinem Humpen immer süffiger geschmeckt. Also langsam? Er kann mir die Axt beibringen, na super. Also, das artet ja aus zu einer Geschichte, die uns quer durchs Land treibt und bei der wir jede Menge Sachen für alle möglichen Leute machen müssen. Was ist denn hier los? Ich dachte, das wäre nur eine Nebenquest. Wird das jetzt die neue Hauptquest, die wir hier haben? Ganz offenbar. Ist denn hier irgendwo ein Trog, wo wir uns mal waschen können? Wir sehen ja verboten aus. Nee. Oh, ich kann euch... Hey, du. Hey. Willst du ein A kaufen? Ja gut, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Freier, der da drin ist und offenbar ja die Zeche geprellt hat. Mehr oder weniger... Oh, holde Maid. Handeln? Nein. Na gut, ich gehe wieder holde Maid. Dorfbewohner? Dorfbewohner. Wo ist denn der alte Opa? Du siehst aus wie ein alter Opa. Nein, du bist einfach nur ein Dorfbewohner. Matthäus, da bist du ja, mein Freund. Hier ist dein Anteil. Mein Anteil? Welcher Anteil? Was zum Teufel faselst du da? Naja, diese Sache mit Thomas. Irgendwie fiel uns sein Ring in die Hände.
Thomas? Wer ist das? Der Vormann bei der Ledetschkoer Mühle, wo du uns Arbeit besorgt hast. Seid ihr verrückt? Wenn jemand erfährt, dass ihr ihn bestohlen habt, gibt's mächtig Ärger. Beruhige dich. Genau genommen war's kein Diebstahl. Wir wissen, dass er den Ring selbst geklaut hat, also ist er auch geliefert, wenn er das Maul aufmacht. Ich glaub's ja nicht. Die machen nur Mist, die Leute. Ganz ehrlich, was haben die beiden denn im Kopf? Die könnten schon längst irgendwo sich niedergelassen haben. Das sind doch anscheinend erfahrene Zimmermänner, ja? Und sie tun nichts anderes, außer Blödsinn machen. Wo habt ihr jemanden gefunden, der ihn gekauft und keine Fragen gestellt hat? War nicht leicht. Aber dann hat Fritz an Andreas gedacht. Andreas? Der Wirt hier. Man erzählt sich allerlei Dinge über ihn. Und wie ist's mit ihm gelaufen? Also, zuerst war er sich unsicher. Aber als er den Ring gesehen hat, hat er ihn uns abgekauft. Ehrlich gesagt überrascht mich das nicht. Immerhin geben wir das Geld sowieso wieder bei ihm aus. Ja, sie klauen den Ring, verkaufen den und versaufen dann das Geld dafür. Na super. Und was habt ihr als nächstes vor? Jetzt, da du es erwähnst... Sag schon, was habt ihr jetzt wieder ausgeheckt? Die Macht der Gewohnheit. In Sasau haben wir versucht, artig zu sein. So artig, dass ihr einen Grünschnabel verdroschen habt. Ganz genau. Wir mussten in der Mühle malochen. Und habt der Müllers Tochter schöne Augen gemacht. Und wir wurden fortgejagt. Das einzig Lohnende war, diesen Drecksack zu verhauen, seinen Ring zu klauen und ihn Andreas zu verscherbeln. Ihr könntet euch da ganz schön in was reinreiten. Und in was? Keiner hier schert sich einen feuchten Furz um das Gesetz. Und wenn wir einem Dieb eins in den Wäldern überziehen oder einen Wagen mit Vorräten für Sigismund überfallen, raubt mir das auch nicht den Schlaf. Diese Schweine hätten Schlimmeres verdient. Aber dafür ist Herr Hanusch da. Was können wir schon ausrichten? Wach auf, um Himmels Willen! Es herrscht Krieg! Die haben unsere Eltern aufgespießt und verdammt nochmal unser vermaledeites Dorf niedergebrannt. Juckt dich das überhaupt nicht? Und wie mich das juckt. Und jetzt zieht eine plündernde Horde von Schweinen durch Skalitz. Diese Ärsche stapfen über die Asche von Jeremia, Desmond, Siegfried und Tristan. Hacken wir diese Bastarde in Stücke, einen nach dem anderen. Ich kann das nicht hinnehmen, Heinrich. Selbst wenn ich's allein tun muss, ich werde mich rächen. Wütender Heinrich ist wütend. Wir lehren diese Hunde das Fürchten. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich wusste es. Dann will ich mal den Plan hören. Wie sieht der Plan aus? Nun, ich dachte, der hiesige Wirt Andreas könnte helfen, aber der hat Bammel. Frag am besten Fritz. Er hat das mit dem Ring geregelt und kennt Andreas besser. In Ordnung, mache ich. Ich frage mich, haben wir alle gleich viel bekommen? Nein, du hast weniger gekriegt. Aber, also schön. Bitte bring mir bei, wie man sich im Schleichen verbessert. Ihr wisst doch. Ich denke mal, da könnten wir noch den einen oder anderen Level gut machen, oder? Ich möchte meine Technik verfeinern. Gut, aber nur gegen Silber. Aber natürlich doch. 540 zahlen wir sofort. So, und jetzt passt gut auf. Ja, neue Stufe in Heimlichkeit und Spezialisierungspunkt erhalten. Ja, sehr schön. Und wir haben auch eben einen Spezialisierungspunkt in Redekunst erhalten. Da möchte ich doch direkt mal nachschauen. Moment mal. Redekunst 1. Was könnten wir denn da nehmen? Letztes Angebot. Händler feilschen. Silberzunge. Bonus auf Redekunst beim Feilschen. Oder Händler sind eher gewillt, die gestohlene Ware abzukaufen. Naja, gestohlene Ware nehme ich jetzt nicht wirklich unbedingt. Aber Bonus auf Redekunst beim Feilschen, das klingt doch ganz gut, oder? Dann nehmen wir doch die Silberzunge. Sehr schön. So, und ansonsten Fertigkeit, Alchemie haben wir einen Punkt, Heimlichkeit haben wir einen Punkt. Was könnten wir denn da nehmen? Hundefreund, Hunde bellen mich nicht an. Ansonsten haben wir hier noch wagemutiger Schelm. Ja, wir wollen ja keine Verbrechen begehen, ne? Wenn du dich duckst und nicht bewegst, erhältst du einen Bonus in Höhe von 30% auf Heimlichkeit. Dein Gesicht zu erkennen, sie geben die Suche schneller auf. Ich denke, ich würde die Heimlichkeit nehmen, ne? Ducken und nicht bewegen, dann können wir nämlich ein bisschen verborgener bleiben. Ja, dann nehmen wir das. So, Alchemie, Hexer. Oh, wir können Geralt werden, sehr schön. Geräucherte oder gekochte Lebensmittel, die Wirkung von Heiltränken hört sich um 50%, aber dafür berauschen sie auch. Das möchte ich nicht lesen, haben wir 3 Punkte, da weiß ich noch nicht so genau, wo wir die investieren sollen. Und Reiten haben wir noch einen Punkt bekommen.
Dein Pferd scheut allgemein etwas weniger, bei Unwettern dafür jedoch deutlich mehr. Es sind ständig Unwetter, das möchte ich auf keinen Fall. Ist dein Pferd verletzt, so ist es schneller. Ja, dann nehmen wir das angestachelte Pferd. Trinkfestigkeit nutzen wir absolut überhaupt nicht, Taschendiebstahl auch nicht. Insofern hat sich das mehr oder weniger für uns erledigt. Wo ist denn jetzt der alte Knacker, der hier anscheinend die Zeche nicht gezahlt hat? Ja, ich finde ihn nicht. Wo ist er denn? Hallo, alter Mann? Ach, hier sind die wundervollen Zimmer. Steht er vielleicht draußen rum? Dorfbewohner? Andreas? Dorfbewohner? Dorfbewohner? Ja, jetzt hört er auf zu meckern. Da steht der gute Fritz, aber mit dem möchte ich noch nicht reden. Ich möchte erstmal tatsächlich die Schulden eintreiben. Das muss doch hier irgendwo plündernde Kommanden, mache ich jetzt mal gerade weg. Gutes Geld, nimm's den Reichen. Tier heute die alte Dirne. Stiehl 20 Grossen aus der Börse des Freiers. Ah. So, jetzt können wir mal gucken, wo ist denn der Freier? Ach, du bist das. Ach, stehlen. Ah. Nee, stehlen möchte ich eigentlich nicht, aber wir können ihr 20 Groschen so geben. Glaube ich. Nee, bei ihr kann ich jetzt auch nur stehlen. Och komm, ich will nicht immer stehlen müssen. Was sind denn das für Nebenquests und Aktivitäten? Ich muss wildern, stehlen, Leute ausrauben. Das ist doch... das ist nicht das, was wir tun. Hör dich im Dorf um, spüre die Wilderer auf. So, ich soll den Schaf im Wolfspelz... Hol Andreas Humpen vom Stallburschen Jakob. Ach, das ist da unten in Neuhof irgendwo. Ja, super. Ah, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir bleiben dann erstmal hier, reden gleich mal mit Fritz. Wobei, nee. Wir machen jetzt erstmal diese eine Quest hier zu Ende, bevor da irgendwie die Zeit abläuft. Und dann reden wir mit Fritz. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ich hatte ja schon angekündigt, es kommen jetzt ein paar kürzere Folgen, 20 Minuten ungefähr, weil mir einfach die Zeit flöten geht und ich auch nicht will, dass eine Folge komplett ausfällt. Deswegen hoffentlich nicht böse sein. Es tut mir sehr leid, aber bald kommen wieder längere Folgen, 30 Minuten. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir der Sache mit dem Humpen auf den Grund gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und bis dahin verabschiede ich mich mit einem, ja, von Fritz und Matthäus irritierten Tschüss.